Die Hammerwochen für die Quecken gehen weiter. Heute wohl die schwerste Aufgabe des 7-Spiele-Pakets binnen 21 Tagen. Der Aufsteiger muss zu den Bayern Amateuren. Die Truppe von Martin De Michelis war gegen Schalding und in Haching spielerisch nur phasenweise überzeugend. Beide Male stand aber hinten die Null. Der Tabellenzweite ganz in Rot, hier unter den Augen von Julian Nagelsmann, natürlich klar favorisiert gegen den 15., der zudem die letzten vier Partien allesamt verloren hat. Und tatsächlich entwickelte sich dann auch das erwartete Spiel im Grünwalder. Die Bayern mit unheimlich viel Ballbesitz und mit Chancen wie hier durch diesen Kopfball von Yunju Lee, aber sie trafen vorerst das Tor nicht. Und während sich die Hausherren quasi an den Wolf spielten, setzten die Gäste auf Umschaltspiel. Und das hätte nach 22 Minuten fast zum Erfolg geführt. Der pfeilschnelle Julian Konrad bringt die Kugel aber nicht an Keeper Christian Früchtl vorbei. Die Bayern also gewarnt und in der 29. Minute dann auch mit einem weiteren und diesmal wirklich gefährlichen Abschluss. Flanke in die Box, Ball kommt zu Amindo Sieb und der zimmert das Ding unter die Querlatte. Toller Treffer zum 1:0. Aber die Quecken nicht geschockt und weiter rotzfrech. 36. Minute, wieder läuft der Konter über rechts, über Konrad. Der setzt sich durch und bringt die Kugel in die Mitte, wo Kapitän Sebastian Schäferlein überlegt abschließt zum 1:1 Ausgleich. Aber es zeichnet die Bayern Amateure eben auch aus, dass sie sich von Rückschlägen nicht so leicht umwerfen lassen und sie besitzen auch brutale individuelle Klasse. Vidovic, der unlängst erst bis 2025 verlängert hat, dreht sich da in Gerd-Müller-Manier und vollendet in der 43. Minute die Kont zur 2:1 Halbzeitführung. Und 10 Minuten nach Wiederbeginn roch es dann schon stark nach Vorentscheidung vor den rund 350 Zuschauern im Grünwalder. Da profitiert Christopher Scott vom präzisen Pass von Sieb und netzt alleine vor Tugaj Baklein zum 3:1. Auch weiterhin ließ der Tabellenzweite Ball und Gegner laufen. Die Quecken nun zunehmend mit Ermüdungserscheinungen. Vidovic und Sieb hätten schon auf 4:1 erhöhen können. Aber das erledigte dann Taylor Booth per Freistoß in der 77. Minute. Sauber im kurzen Eck versenkt. Spätestens jetzt war Genießen angesagt. Und einen hatten die Münchner noch im Köcher, 86. Minute. Der eingewechselte Emilian Metu ist auf und davon und vollendet zum 5:1 Endstand. Gratuliere meine ganze Gruppe. Ja, klar, muss ich ehrlich sein, ich bin top zufrieden. Wir haben gut gestartet in diesem neuen Jahr. Jetzt warten noch 11 Finale. Jedes Spiel für uns ist ein Finale, so leben wir die Situation, dass wir erleben gerade in die Regionalliga. Nach der Halbzeit wollte man natürlich noch lang wie möglich noch stabil stehen, um vielleicht irgendwo noch mal einen Konter zu fahren. Wir hatten auch ein, zwei Kontermöglichkeiten, die haben wir dann nicht so gut ausgespielt. Und mit dem 3:1 war das Spiel dann erledigt. Und dann haben wir auch schon in Anbetracht aufs schwere Spiel am Freitag gegen Aschaffenburg dementsprechend auch taktische Wechsel vollzogen, um auch dem einen oder anderen Spieler dann noch ein bisschen eine Pause zu gönnen. Wie gesagt, das ist jetzt die englische Woche, sind jetzt erstmal mit Freitag dann rum und ab Freitag gilt dann für uns, wo sind Gegner mehr oder weniger auf Augenhöhe sind und da heißt es dann für uns dann auf jeden Fall wieder irgendwo Punkte zu holen. Eltersdorf wird froh sein, wenn diese anstrengenden Tage jetzt dann endlich vorüber sind. Die Bayern dagegen erledigen die Pflicht und pirschen sich bis auf 7 Punkte an Spitzenreiter Bayreuth ran.